So, Friends, schauen wir uns mal an, was ein Aszendent überhaupt ist, beziehungsweise was er bedeutet, weil gerade in der individuellen Horoskopdeutung ist es einfach ein super wichtiger Aspekt. Zunächst einmal für alle, die es interessiert, Aszendent lässt sich von dem lateinischen Wort ascendere ableiten, was so viel bedeutet wie aufsteigen. Deswegen sagt man über den Aszendenten auch, das ist dein Rising Sign, also wo du dich hin entwickeln darfst. Aszendenten benutzt man vor allem im Zusammenhang mit dem Sonnenzeichen bzw. dem Sternzeichen und dem Mondzeichen, um wirklich innerhalb der ersten Big Three von dem jeweiligen Menschen im Horoskop individuelle Aussagen darüber zu treffen, wie die Person tickt, auf andere wirkt und was die emotionalen Issues sind. Zur Berechnung von deinem Aszendenten brauchst du sowohl Geburtsort als auch Geburtszeit. Ist ein bisschen kompliziert, lassen wir einfach weg, machen wir weiter. Wie wir gelernt haben, wird die eigene Persönlichkeit bzw. das eigene Denken wirklich mal durch das Sternzeichen bzw. durch das Sonnenzeichen beschrieben. Und der Aszendent steht für die Reaktion des Menschen auf seine Umwelt bzw. auf seine Mitmenschen. Also wie wirkst du nach außen und wie wirst du von außen vor allem wahrgenommen? Der Aszendent, wie am Anfang des Videos gesagt, ist dein Rising Sign, also wo du dich hin entwickeln darfst. Das heißt, er gibt dir Auskunft darüber, welche Fähigkeiten und Potenziale vielleicht in dir schlummern, dessen du dir noch gar nicht bewusst bist. Und aufgrund dieses Einblicks in deine Fähigkeiten und Potenziale kannst du durch dein Rising Sign, durch deinen Aszendenten auch wirklich lernen, wie du im Außen auf bestimmte Sachen und Situationen reagieren kannst. Es gibt natürlich unfassbar viel zum Aszendenten zu sagen, aber ich hoffe, das hat euch mal einen kleinen Einblick gegeben. Viel mehr macht es bloß weg.